Hallo, hier ist Dirk Darmstädter von den Jeremy Days und ich grüße alle Hörer von Herms Promi Corner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Herms Promi Corner. Ich war am 22.09.89 in Kiel bei dem Live-Konzert von Ihnen dabei. Ich durfte Anfang 2019 im ausverkauften Docks dabei sein zu Ihrer Reunion und ich durfte ein paar Wochen vorher schon das Album hören, was Sie jetzt wieder am Start bringen nach 27 Jahren. Ich bin großer Fan von Ihnen und freue mich umso mehr, drei von den vier Bandmitgliedern heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen an die Jeremy Days. Hallo, hallo. Hallo. Moin. Ja, lange Anrede habe ich sonst eigentlich nicht so, aber ich fand, das musste für mich jetzt persönlich auch sein. Stefan, Jörn und Dirk, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Für mich war die Reunion damals eigentlich auch eine Überraschung, wie das rauskam. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Ich habe es ja eben erzählt, ich war in Kiel damals dabei. Das war ein großartiges Konzert, 89. Jetzt für mich persönlich war es so, dass ich ein paar Freunde so nach 30 Jahren im letzten Jahr wieder getroffen habe. So ein alter Fußballclub, wo wir uns wieder zusammengetroffen haben. Und es war für mich so, wir waren mit 19 das letzte Mal zusammen zum Abi, haben uns jetzt wieder gesehen und für uns dieser Zwischenraum existierte nicht. Wie war das denn bei euch, als ihr euch das erste Mal wieder gesehen habt, nachdem man ja definitiv weiß, dass ihr euch eigentlich letztendlich nicht mehr so gerne gesehen habt? War das auch so von wegen, okay, wir setzen jetzt wieder da an, wo wir damals aufgehört haben? Nee, wir haben eigentlich damit gar nicht gerechnet, dass wir überhaupt uns nochmal zum gemeinschaftlichen Musizieren zusammenfinden werden. Also das kam ja so, dass wir eher so eine Proforma-Anfrage von unserem damaligen Booker bekommen haben, ob wir nicht zum 30-jährigen Jubiläum irgendwie was machen wollen. Und das ging, glaube ich, an Dirk. Und Dirk hat dann so halbherzig gesagt, ja, also ich kann das gerne mal weiterleiten, aber ich glaube nicht, dass das irgendjemand interessiert. Aber aus irgendeinem Grunde fiel das auf fruchtbaren Boden und alle oder fast alle sagten, ey, super, lass uns treffen, lass uns irgendwie was machen. Und dadurch stand das schon mal unterm guten Vorzeichen. Und dann haben wir uns relativ unbefangen irgendwie getroffen und hatten vielleicht ein bisschen Respekt davor, die alten Titel zu geigen, ein bisschen Angst davor, oh, klingt das jetzt angestaubt irgendwie, dass die Titel sind, ja, das ist echt alt, altes Zeugs. Und beim ersten Ton, den wir dann gespielt haben, haben wir dann aber gemerkt, dass es doch angenehm herzerfrischend klang und auch angenehm herzerfrischend für alle von uns war. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, irgendwie die ersten Töne zu spielen und zu merken, yes, das irgendwie, das hat alles Hand und Fuß. Also mich hat es natürlich gefreut, dass ihr plötzlich sozusagen wieder im Fokus stand. Und ich hatte es eben gesagt, ich war in den Docks ja dabei, die Hütte war ausverkauft. Stefan, die Frage vielleicht mal an dich, die Gefühlswelt. Wenn es ansteht, okay, so ein Reunion-Konzert ist ja dann nochmal eine andere Herausforderung als zusammenzusitzen und sagen, wir spielen unsere alten Songs jetzt mal wieder oder überlegen, wie das weitergehen soll. Aber wenn man dann plötzlich vor diesem ausverkauften Haus steht, ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen, 1500 Leute, ich habe keine Ahnung, so die Größenordnung müsste das ungefähr gewesen sein. Aber dann stehst du da oben und du hast so das Gefühl, da unten stehen 1500 Leute, die gefühlt 25 Jahre eigentlich nur darauf gewartet haben, dass ihr wieder anfangt. Ey, das war der Wahnsinn. Also die ganze Aktion war dermaßen emotional. Also wie Jörn gerade schon erzählt hat, als wir die ersten Töne gespielt haben im Probenraum, das war ein echtes Erweckungserlebnis, ne? Weil es war wirklich so, boah, so präsent. Und wir wussten ja auch gar nicht, ob da überhaupt Leute kommen wollen, so, ne? Als wir den Gig ausgemacht haben. Wir wussten ja gar nicht, auf was für eine Resonanz trifft das eigentlich. Und als die Hütte dann relativ schnell ausverkauft war und es waren, glaube ich, 1600 Leute passend in Stocks, hatten wir früher auch schon ein paar Mal spielen dürfen, das war so aufregend, wir waren alle wahnsinnig aufgeregt, unglaublich, aber es war einfach so geil und wir wurden so getragen auch, es war eine unglaubliche Stimmung, ich meine, du warst dabei, auch zu sehen, die Leute, die haben alle mitgesungen und das war Wahnsinn, also war richtig, richtig toll. Ja, man konnte sich dem ja auch nicht entziehen. Und ich meine, Dirk, du bist ja sozusagen dann die Frontsau, um das jetzt mal ein Tüllchen positiv auch zu meinen. Die hat man auch wirklich gemerkt, wie du mit den Tränen gerungen hast, wie dir die Stimme halt weggeblieben ist. War das vielleicht auch so dieser Abend, auch der Anlass vielleicht zu sagen, okay, reift dann schon
in oder ist da in euch schon der Entschluss gereift, okay, wir könnten es vielleicht versuchen, auch ein paar neue Songs zu machen, Album rauszubringen, Dirk? Wahrscheinlich bei jedem auf eine andere Art. Ganz klar, man hat sich da echt viele Gedanken gemacht. Und ja, es war hochemotional. Ich habe nicht nur mit den Tränen gerungen. Ich glaube, es gibt sogar ein Video auf YouTube, wo ich voll am Heulen bin. Also das ist mir auch noch nie vorher passiert. Ich habe ja schon viele Konzerte gemacht, aber das war wirklich das Emotionalste von allen. Das war einfach echt toll. Wir haben uns danach mehr oder weniger von vornherein gesagt, okay, wir machen jetzt die Show und dann sprechen wir erstmal 2 Wochen nicht darüber. Also wir lassen es echt erstmal so sacken und gucken mal. Und dann sind wir, also ich weiß noch, dass ich in den nächsten 2 Wochen so ein bisschen wie Falschgeld durch Hamburg lief. Und weil ich wollte unbedingt, dass es weitergeht, aber ich wusste ja nicht, ob die Jungs auch so fühlen oder so. Und dann haben wir uns 2 Wochen später auch wieder in einem kleinen Café in Hamburg-Ottensen in der Rehbar getroffen, um das mal so zu besprechen. Und Gott sei Dank waren dann alle der Meinung, ja, es wäre ja total bescheuert, das nicht weiterzumachen. Es hat so einen Spaß gemacht. Und dann haben wir erstmal diese Tour da im Herbst gemacht. Und also das eigentlich die Planung ging immer so ein bisschen Stück für Stück weiter. Ganz, ganz vorsichtig. Jörn, jetzt Frage an dich. Wie dann der Entschluss gereift war, zu sagen, okay, wir machen neue Songs, die dann zum Album geführt haben. Ist die Herangehensweise eine andere bei euch geworden als früher, als sozusagen WG in den 80er Jahren? Heißt das, irgendjemand bringt was mit und die anderen machen das zu Ende? Oder ist erst der Text da, dann die Musik? Wie hat sich das jetzt vielleicht im Laufe der Zeit geändert? Ist ja natürlich auch technisch viel mehr möglich, als, sage ich mal, wie ihr in den 80ern angefangen habt. Ja, also die Herangehensweise, die war komplett anders, von allen Gesichtspunkten her. Erstmal der wichtigste Gesichtspunkt war, wir haben von Anfang an, von Beginn der Planung des Docs-Konzertes, haben wir uns die Doktrin irgendwie gegeben. Wir wollen keinen Druck haben, sondern wir wollen in den Fokus rücken, dass wir einfach daran Spaß haben, uns Jungs oder Männer wiederzusehen und gemeinsam was zu machen, und wollten eben die Drucksituation ausklammern, die wir damals vor 30 Jahren durchaus empfunden haben. Da haben wir halt was geschaffen mit den ersten Alben und wir haben die Messlatte irgendwie hochgehangen und standen unter Druck, aber wir müssen wirklich unglaublich was abliefern und das muss irgendwie die Innovation schlechthin sein und so weiter. Das haben wir alles hinter uns gelassen, erwachsen, wie wir sind, und das hat uns sehr gut getan. Also dadurch haben wir einfach wirklich den Spaß des Musikmachen in Fokus gerückt. Und das war ein ganz wichtiges Schlüsselerlebnis. Das war der eine Aspekt. Der andere Aspekt war, dass wir auch wirklich gesagt haben, ja, wir wollen ein neues Album machen, weil uns hat das Touren so viel Spaß gemacht, aber wir wollen nicht als Oldie-Kapelle durch die Gegend tingeln, die immer wieder Brand New Toy spielt. Oder das spielen wir natürlich gerne, aber wir wollen eine aktive Band sein, also die eine vitale Band sein, die Lebenszeichen immer wieder von sich gibt, mit neuen Aufnahmen. Und so kam dann einfach der Entschluss zustande, hey, wir wollen einfach mal wieder was zusammen schaffen, also Neues schaffen. Und da sind wir ganz anders rangegangen und haben einfach gesagt, lass mal gucken, jeder chippt einfach so 1-2 Songs rein und von jedem nehmen wir dann was. Und die waren dann ganz unterschiedlich ausformuliert. Und wir haben dann von jedem halt so einen Song genommen und damit erstmal angefangen. Und das war eine Grundsatzentscheidung, dass wir das so machen, unheimlich gut getan hat. Also dadurch, dass wir einfach, jeder hat in das Werk des anderen reingehört und hat versucht, sein Bestes, Kreatives dazu beizusteuern und daraus einen J-Day-Song zu machen. Und das hat für mich also wirklich Beispielcharakter gehabt. Also ich fand das war eine ganz tolle Herangehensweise, die uns unheimlich gut getan hat, da sehr vielschichtig zu sein und trotzdem J-Day-Sound zu haben. Der J-Day-Sound ist sozusagen jetzt ja auch das Album geworden, Beauty and Broken. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber nachdem, ist das ja auch ein Vorlaufprozess. So, die Songs sind da, da will man sie auch natürlich auch veröffentlichen. Und das wurde dann ja auch bekannt gegeben. Aber wart ihr selber überrascht über das große Medieninteresse, was plötzlich aufploppte, Dirk? Man muss das immer so relativ sehen. Ich meine, wir werden jetzt hier nicht die Charts stürmen, das ist ja schon mal klar. Also ich glaube, das ist immer relativ. Also wir freuen uns, dass genauso wie wir überrascht waren und uns gefreut haben, als das erste Konzert relativ zügig ausverkauft war
und da einfach 1600 Leute im Docks standen, um gemeinsam mit uns unsere Musik so ein bisschen zu feiern. Freuen wir uns, dass es jetzt auch Menschen gibt, die Lust haben auf neue J-Day-Songs. Also wie viele das sind, kann ich jetzt noch gar nicht so richtig sagen. Aber ja, das natürlich freut uns sehr. Ja, wie gesagt, es ist immer, also das ist schon ein Nischenbereich, glaube ich. Also ich fühle mich so, dass wir schon 1988 so ein bisschen aus der Zeit gefallen waren. Und eigentlich so fühle ich mich heute auch ein bisschen frei nach Brian Wilson. I just wasn't made for these times. Von daher, was die J-Days so in der aktuellen Popkultur Deutschlands zu suchen haben oder auch nicht, das kann ich so gar nicht beantworten. Ist mir auch ein Stück weit ehrlich gesagt egal. Ich freue mich einfach, wenn Leute die Sachen hören und sagen, wow, cooler Song. Dann lass uns darüber reden, über das Album. Ich hatte es eben gesagt, Beauty and Broken, 11 Songs sind da drauf. Ich sage immer, das, was ich gerne wissen möchte, teile ich jetzt mal in zwei Bereiche. Einmal für jeden von euch, wie war denn das Gefühl, als, sage ich mal, der Postbote geklingelt hat und sagt, hier sind eure CDs, wie da sozusagen die Gefühlslage war. Und ich würde das gerne, weil Dirk, du sprachst es eben an, man kann das jetzt nicht einordnen. Ich glaube, die alten Jeremy Days Fans werden sicherlich sagen, okay, das Album brauche ich. Da gebe ich, glaube ich, Stein und alles Mögliche wette ich da drauf. Aber es geht ja auch darum, wie du sagtest, wir leben ja heute auch in einer ganz anderen Zeit, was das Streaming und all diese Dinge anbelangt. Man hat also eine ganz andere Frequenz ja auch von der Verbreitung, unabhängig jetzt mal von dem, was das finanziell einbringt. Aber wenn ihr jetzt sozusagen für nicht J-Day-Kenner euer Album beschreiben würdet und das mal in Gänze und ich nicht die einzelnen Songs rauszunehmen und jetzt auch nicht so, welche Stilrichtung ist das, was man ja mal gefragt wird, so was macht ihr für Musik und bla bla bla, kennt ihr ja selber auch, sondern ich würde das gerne mal zusammenfassen, dieses Album an sich, wie eine Art Bilder einer Ausstellung. Wie würden diese Bilder aussehen und was wäre das für eine Art von Räumlichkeit, wo die Ausstellung stattfindet oder wären das Skulpturen? Ich stelle das jetzt mal in den Raum. Wer von euch antworten mag, darf das gerne tun. Ich hoffe nur, dass jemand zumindest antwortet auf meine Frage. Ich hatte eigentlich schon 1989 gehofft, dass die Fragen nicht mehr gestellt werden, dass ich die Musik erklären muss. Na, deswegen sage ich ja, Dirk, jetzt mal eben anders sozusagen. Wie kann man jemandem eure Musik nahebringen und nicht als... was ist es, Popmusik oder sonst was, sondern vielleicht wirklich auch mal anders da heranzugehen. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, dass die ganz generell gesprochen, jetzt unabhängig jetzt auch von unserer Platte, für mich ist Popmusik oder das, was Popmusik oder tolle Popmusik auszeichnet, sind so die Pfeiler von Melancholie und Euphorie. So als Grundpfeiler. Ne? Das ist eben so die Verbindung zwischen auch so einer gewissen Traurigkeit oder so eben so einer Gedankenschwere, aber eben auch mit dieser euphorischen Note. Und das ist immer etwas, was ich in meinen Songs und auch in den Songs der Band auch immer so versuche reinzubringen. Das ist eigentlich alles, was ich dazu wirklich so sagen kann. Ansonsten müssen die Leute nach wie vor oder die Journalisten müssen sich Mühe geben und das irgendwie beschreiben. Ihr müsst ja auch noch irgendwie eine Jobbeschreibung haben. Gut, dann lasse ich das jetzt mal so ein bisschen außen vor, aber es macht ja auch gar nichts, dass du das jetzt so gut getan hast. Trotzdem an Stefan und Jörn die Frage, ich hatte vorhin den Postboten sozusagen als Beispiel ja genommen. Was war denn das für ein Gefühl, wie das jetzt alles fertig war? Das Booklet war fertig, das Artwork, alles drum und dran, die CD wurde gepresst und ihr wusstet, okay, jetzt ist es da, jetzt geht's raus in die Welt. War das genauso wie die anderen 5 Alben, die ihr früher gemacht habt, oder war das jetzt wieder eine ganz andere Gefühlslage? Völlig anders, bei mir persönlich. Nur ganz kurz bemerkt, das war eher ein frustrierendes Erlebnis. Erst kam die CD und es hat sich so viel geändert in den 30 Jahren. Du hast halt in dieses Plastikding genannt und ich dachte mir insgeheim, schön, aber was ist das eigentlich? Ich persönlich kann das zu Hause nicht abspielen. Und dann kam Vinyl, oder erst kam Vinyl, ich weiß auch nicht. Und da musste ich leider genau das Gleiche sagen. Ja, das ist toll, aber ich kann es nicht abspielen. Und das hat mir dann doch auch wirklich viel gezeigt über die Veränderung, die Musik generell genommen hat. Also die ich ja auch als Konsument komplett mitgemacht habe, diese Veränderung. Und es ist eigentlich... Das war ein bisschen desillusionierend, weil das Grundgefühl, dieses Album gemacht zu haben, war natürlich
also Euphorie auslösen, als man wirklich das zum ersten Mal so zusammen durchgehört hat oder insgesamt durchgehört hat. Da dachte man, Mann, tolles Album, auf das ich sehr stolz sein kann, aber wirklich das physische Erlebnis, die Dinger festzuhalten, das war mir fast unangenehm, weil ich kann damit nichts mehr anfangen. Oh. Stefan, du grinst so nebenbei, also das erzähle ich den Hörern, du hast so lachend fast oder ganz laut gegrinst, zumindest nicht, dass man es hören konnte, aber man konnte es halt sehen. Wie war das bei dir? Ja, ich fand das total lustig, damals auch mitzuerleben, dass Jörn sagte, hey, ich kann das gar nicht abspielen. Das Erste, was kam, war nämlich tatsächlich, war die Probepressung der Platte, so, ne? Und dann, das war für mich ein Kracher, das aufzulegen, aber brauchst halt einen Plattenspieler dafür, so, ne? Aber mich hat's weggehauen. Einfach wieder ein Produkt gemacht zu haben, ein physisches. Wir wissen jetzt natürlich auch, ich hoffe, dass es Leute gibt, die sich auch noch drüber freuen und Musik auch wieder auf diesen Weg konsumieren. Ja. Weil für mich ist es so, als ich vor, keine Ahnung, 10 Jahren meinen Plattenspieler wieder ausgepackt habe, habe ich gemerkt, dass ich damit einfach anders Musik höre. Du legst was auf und du weißt jetzt, das dauert jetzt vielleicht 20 Minuten. Das läuft jetzt. Und zwar jetzt. So. Und ich nehme die Musik dann ganz anders wahr, weil ich mir wirklich die Zeit nehme, mir das jetzt anzuhören. Und ich finde das einfach toll. Es hat mein Leben auch ein bisschen ein Stück weit verändert, wieder auf diese Art und Weise Musik zu hören. Und wir signieren ja auch unsere LPs und CDs auch für euch. Na, also, und das ist halt, das ist schon, finde ich, auch toll, wenn man was hat, was man Menschen so geben kann. Und es erinnert mich ein bisschen auch an früher, wo du wirklich, wenn du eine Platte in der Hand gehalten hast, sie dich auch einfach eine Weile ganz intensiv begleitet hat. Und das, ja, würde ich mir wünschen, dass das vielleicht wieder bei dem einen oder anderen so ist. Ich kann das jetzt letztendlich von mir nur unterschreiben. Dirk, ich weiß von dir, du bist ja auch ein leidenschaftlicher Vinyl-Sammler, Plattensammler. So geht's mir halt auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Vorwege zur Vorbereitung unseres Gesprächs eure erste Platte, Jeremy Days, die Dirk auch unterschrieben hat mir mal zwischendurch, aufgelegt als Vorbereitung. Und ja, du hast recht. Ich nehme es auch bewusster wahr. Ich lege mich dann aufs Sofa und höre mir die Platte an und weiß natürlich auch, dass ich nach 20 Minuten aufstehen muss, um sie umzudrehen. Aber auch nur dieses kleinste Knarzen zwischendurch oder wenn am Ende dann so dreimal die Geräusche kommen, dass du weißt, die Platte ist zu Ende oder die Nadel hochspringt. Das hat für mich auch irgendwas mit Lebendigkeit zu tun. Wir wollen über eure Songs noch sprechen und ich habe mir die beiden Singles mal genommen, um mit euch darüber zu reden. Die erste heißt genauso wie das Album Broken in Beauty. War es von vornherein klar, dass der Titeltrack auch die erste Single wird? Oder wie war der Prozess bei euch, zu sagen, okay, das ist sozusagen unser erstes richtiges Lebenszeichen oder auch der Appetizer für das Album? Und vielleicht mag einer auch noch mal kurz was zum Inhalt sagen. Also, genau, für mich, hier ist Dirk, für mich war es eigentlich relativ klar, schnell klar, dass Beauty and Broken ein wichtiges Stück auf dem Album und auch für die Band sein wird. Und auch, ich dachte mir auch immer, damit müssen wir starten. Da hatte ich noch lange nicht mit den Jungs drüber geredet und eigentlich nur gehofft, dass sie auch so empfinden. Das war dann Gott sei Dank eben auch so. Wenn man sich mal die allererste Single der Jeremy Days anguckt, 1988, das war auch nicht Brand New Toy, sondern es war Are You Inventive. Das ist so ein programmatischer Titel gewesen, einfach, der schon so eine, so nicht nur musikalisch, sondern auch textlich und einfach vom ganzen Style her so eine Richtung vorgegeben hat, ne? Also, und das war mir persönlich auch bei dieser Platte auch wieder ganz wichtig. Besonders, ich meine, man muss sich vorstellen, 27 Jahre sind vergangen, seitdem wir unsere letzte Platte veröffentlicht haben. Ein Freund von mir erzählte mir gerade, dass wir 11 Jahre länger als die Eagles gebraucht haben, um wieder zusammenzukommen. Also das, die Erwartungshaltung natürlich relativ hoch, wenn du mit dem ersten Song wieder rauskommst. Und ich wollte oder wir wollten dann auch einen Song haben, der wirklich auch echt was bewegt und nicht nur einfach ein hübscher, schöner Song ist, wovon es auf dem Album auch noch so einige andere gibt, aber eben auch so wirklich, ja, wie so ein bisschen wie so, als ob man so eine Fahne in den Boden rammt und sagt, bam, hier sind wir wieder.
Und Beauty and Broken vom Text her ist natürlich, wie der Name schon sagt, also es gibt eben auch im Zerbrochenen liegt auch, gibt es auch was Schönes und es gibt auch eine Poesie liegt auch im Gebrochenen. Und das ist ein bisschen nicht nur die Geschichte der Band, weil auch wir waren broken, sondern auch ein Stück weit die Geschichte dieser Platte. Weil die letzten 2,5 Jahre, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, die waren auch nicht ganz einfach mit der ganzen Corona-Zeug und dass wir hier alle eingesperrt waren, mehr oder weniger zu Hause, keine Leute mehr gesehen haben. Und auch daraus ist diese Platte entstanden. Ihr habt jetzt dazu ja auch ein Video gemacht, wo ihr im sozusagen im Jetzt euch erkennt, in Anführungsstrichen, also auch lautstark den Song singt alle zusammen, aber es sind immer wieder Bilder dazwischen von euren Touren oder wo ihr wart, die Reisen, ich habe Dänemark jetzt noch im Kopf. War diese Mischung, diese Flashbacks da drin, auch relativ schnell diese Bilder aneinander vorbeilaufen, die klare Visualisierung dieser Aussage Broken in Beauty, dass das Schöne auch aus dem Gebrochenen kommt, eure Bandgeschichte sozusagen nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen? Tatsächlich wollten wir das Video ganz anders machen. Wir wollten eine Live-Performance filmen und unser Videodirektor Dennis hat Corona bekommen und das Video musste fertig werden und dann musste irgendwie Plan B her, weil wir es einfach sonst nicht realisieren konnten und dann hat Dirk in nächtelanger Arbeit ganz viele Bilder und Filme von früher einfach rausgekramt und ihm rübergeschickt, weil Dennis hatte nämlich das Docs-Konzert gefilmt, bei dem du ja auch warst. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, lass uns was versuchen, aus den Aufnahmen zu machen, weil es ja wirklich auch bei diesem Stück sehr viel um Energie geht, ne? Also einfach ums Spielen und dann hat sich daraus eine tolle Mischung ergeben, die dem Song total gerecht wird mit den Flashbacks zu früher. Und zieht einen schönen Bogen, finde ich. Jetzt habe ich mir noch den zweiten Song aufgeschrieben, Jörn, und da würde ich dich gerne mit ins Boot holen, dann For the Lovers. Was ist das Prägnante an dem Song für dich? Das Prägnante ist vielleicht die Entstehungsgeschichte. Also ich, als der kam in der Rohversion, dachte ich, ich mache das ja viel, dass ich so arbeite, also Songs fertigstellen, ohne die Leute zu sehen und auf nicht fertige Songs zu spielen und so weiter. Und bei For the Lovers dachte ich, oh, ich liebe das, ich liebe den Hook und der sagt mir unheimlich viel, aber der Song hatte keinen Anfang und kein Ende für mich und ich dachte, boah, echt mal, was für mich beseelt drauf und hab dann aber auch für mich abgegeben. So, also okay, ich habe meinen Teil gesagt dazu. Also ich bin mir nicht sicher, weil es hat kein Oben und kein Unten, kein Links und kein Rechts. Und das war dann schön, dass durch die gemeinschaftliche Arbeit eben, dass jeder da seinen Input prägnant Song geworden mit Oben und Unten und Links und Rechts. Das ist für mich bemerkenswert bei dem, also gerade bei dem Song. Eigentlich hattet ihr auch vor, dafür ein Video zu veröffentlichen. Das habt ihr aber dann gecancelt aufgrund der Ukraine, des Ukraine-Kriegs mit Russland. Dirk, du hattest nur so eine Akustikversion bei dir zu Hause aufgenommen. Mhm. So eine Entscheidung zu treffen, ist ja auch nicht so ganz so einfach, aber ihr habt es letztendlich getan, ihr habt das auch letztendlich begründet. Aber trotzdem musste ja was kommen, Dirk. Also deswegen hast du wahrscheinlich diese Akustikgeschichte gemacht, weil ihr ja mit der Veröffentlichung im Regelfall heutzutage eine Art von Video immer dabei sein sollte. Ja, wird immer gerne so gesagt. Ob das nun wirklich so ist, ist nochmal eine andere Sache, weiß man nicht. Für uns war das einfach eine ganz persönliche Entscheidung. Wir haben einfach das Video gesehen und das war auch toll. Wir haben auch lange dran gearbeitet. Es hat auch wieder Dennis Dirksen gedreht und ist toll. Aber wir befinden uns hier alle, also man muss dazu sagen, für die Hörer, wir sprechen uns jetzt hier, was ist heute, der 9. März. Also wir sind auch mitten in diesem Wahnsinn drin. Also ich persönlich bin verwirrt, traurig, geschockt, ärgerlich und fühle mich so ein bisschen taub, ob diesem ganzen Wahnsinn, der derzeit einfach um uns herum stattfindet. Und wenn du dann ein Video zurückbekommst vom Song, was ein
völlig gutes, ordentliches Video ist und einfach bewegte Bilder hast, das fühlt es sich einfach in dem Moment nicht richtig an, wo gerade ganz andere bewegte Bilder um die Welt gehen, die mich persönlich einfach umhauen und traurig machen. Und da war es für uns eigentlich relativ schnell klar, der Song, der natürlich kommt der raus und das ist auch in Ordnung. Der muss jetzt aber einfach für sich alleine sprechen und irgendwie bewegte Bilder, ein Video dazu, das ist einfach der unpassende Moment. Und ein paar Tage später war ich dann hier oben, hier in meinem Studio, wo ich jetzt auch gerade bin, und hatte einfach das Bedürfnis, diesen Song einfach zu spielen, weil das ist auch ein melancholischer, schöner Song, und dachte, okay, ich setze mich jetzt einfach mal vor ein Mikro und stelle mein iPhone auf und singe den Song einfach mal, und dann ist das eben, dann bringe ich das eben so raus. Also das ist jetzt nicht das offizielle Video für den Song, das einfach Dirk und seine Akustikgitarre singt den Song. Und das hat mir persönlich auch in diesem Moment irgendwie auch so ein bisschen geholfen, weil Musik ist ja etwas, was einen, oder ist auf jeden Fall für mich so, wenn es mir schlecht geht, dann komme ich hier nach oben und spiele Gitarre und singe einen Song. Und ein Stück weit habe ich das dann einfach auch so gemacht. Und dann greife ich das, was du eben gesagt hast, Dirk, schon mal auf, weil ich jetzt eigentlich zum Ende des Gesprächs stellen wollte, die Frage, aber weil du es jetzt so ein bisschen, die Bedeutung für Musik kommt da ja durch für dich jetzt sozusagen, gebe ich das mal an euch alle drei rein. Welche Bedeutung hat Musik für euch in der heutigen Zeit? Jetzt mal auch ganz bewusst mit, wir hatten Corona oder haben Corona, wir haben jetzt diesen fürchterlichen Krieg in Osteuropa, wo keiner weiß, wie geht das weiter? Welche Dimension könnte das noch erreichen? Ich will es nicht hoffen und ich mag da auch gar nicht drüber nachdenken. Aber jetzt Musik selber, für euch dann persönlich in dieser Zeit. Ja, was bedeutet Musik für euch? Also für mich war diese Zeit, in der ich einfach zu Hause war und niemanden getroffen habe, eine total schwere Zeit, weil ich das gewohnt bin. Ich bin daran gewöhnt, für Leute zu spielen. Und ich, für mich ist diese, ist Musik einfach was mit Menschen zusammen zu machen. Man muss nicht reden, man stellt sich zusammen hin und spielt was. Das ist für mich totales Lebenselixier. Und es hat mir total gefehlt. Und das habe ich jetzt wieder. Auch wenn wir das Teil, ja, die Platte ist ja hauptsächlich übers Internet entstanden. Also wir haben uns Tracks hin und her geschickt. Und trotzdem hat man immer im Kopf, dass man das als Band macht. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Aber für mich ist es so, also man hat einfach die Band im Kopf, wenn man über die Stücke nachdenkt. Und für mich ist Musik machen einfach essentiell. Und in dieser Zeit, was noch dazu kommt, was das für mich jetzt noch wichtiger gemacht hat, ist, so die Feedbacks zu bekommen von den Leuten, auch auf die Konzerte, die wir gespielt haben, die uns auch erzählt haben, was die Musik schon früher, als wir angefangen haben, für sie bedeutet hat. Und was sie erlebt haben, als sie sich unsere Platte damals gekauft haben. So. Und das ist mir heutzutage auch noch viel bewusster, dass man mit Musik einfach Menschen auch was geben kann. Und das freut mich. Ja. Ja, da möchte ich auch noch was dranhängen. Also Musik ist, je älter ich werde, desto klarer wird es mir. Also auch gar nicht auf andere Menschen bezogen, sondern einfach nur für mich eine unglaubliche Kraft. Also das wird einem immer klarer, je reifer man wird. Leute beschäftigen sich mit Meditation und versuchen auf ganz viele Arten und Weisen in sich selber zu versinken, um irgendwie eine Art von Heilung zu finden. Und das alles hat man, wenn man Musik macht, selber quasi schon zu einem ganz großen Teil abgedeckt. Also es ist, wie Dirk schon gesagt hat, der geht hoch, wenn er traurig ist, und singt einen Song. Und das ist so eine Urkraft, die ich wirklich auch nur jedem nahebringen kann und empfehlen kann. Schnappt euch ein Instrument und beschäftigt euch mit Musik. Es ist eine unglaubliche Kraft, die davon ausgeht. Und das begleitet einen ja schon ein Leben lang. Und ich mache ja auch ähnlich wie Stevo, also schon sehr, sehr lange für andere Menschen Musik. Und auch das erfüllt mich mit großer, großer Freude und Befriedigung. Aber es hat natürlich wirklich seinen Gipfel gefunden, dadurch, dass man wirklich wieder jetzt etwas veröffentlicht hat, was ein ureigenes Baby ist. Und das hat das Ganze nochmal wirklich auf die Spitze getrieben. Das ist ein tolles Gefühl,
für mich gewesen und für die anderen, glaube ich, auch. Und ich hoffe, dass das auch hörbar ist in dem Resultat. Und die Feedbacks, die bei mir so angekommen sind, also geben einem dann irgendwie recht und zeigen wohl, dass das auch dementsprechend emotional auch lesbar ist. Bevor ich jetzt zu meiner letzten Frage komme, habe ich noch eine vorletzte Frage an Dirk jetzt direkt. Wann ist denn mit dem Revival von Kirk Novak zu rechnen? Santa Hill Dream, sage ich jetzt nur als Stichwort. Das ist deine Single von 1984 unter dem Namen. Unglaublich. Tja, ich war jung und brauchte das Geld. Entschuldige, ich konnte mir das nicht verkneifen. Dirk. Ich glaube, die war auch wichtig. Ich glaube, die war auch wichtig. Total wichtig. Weil ich, weil Dirk auch, glaube ich, dann an dem Punkt gemerkt hat, dass es einfach geiler ist, wenn man eine Band hat. Total. Wenn man eine Band ist und wenn man nicht irgendwie alleine da durch die Gegend stromert, ne? Oder? Total. Gut, abschließende Frage, ein bisschen Ausblick, weil ihr sagt, ihr liebt ja das Live-Spielen. Ich habe es in den Docs definitiv ja auch gemerkt. Habt ihr eine Tour vor oder hofft ihr, eine Tour machen zu können, sage ich jetzt mal, unter den Voraussetzungen, die momentan natürlich herrschen, was jetzt eben Corona-Bedingungen anbelangt, vielleicht mal einen Blick in Ende 2022 oder Anfang 2023 vielleicht schon. Bis dahin sind ja teilweise auch schon Konzerte wieder verschoben worden, nochmal ein Jahr. Was plant ihr? Was mögt ihr gerne noch verraten, was ihr netterweise uns Fans zu Gehör bringen wollt oder beziehungsweise vielleicht sogar tourtechnisch ansteht? Genau, also alles gerade kommt ja alles gerade die Tage rein. Also ich habe vor einer Stunde ein E-Mail von unserem Booker bei Carsten Jahnke bekommen mit Termin für Ende August. Ich weiß gar nicht, ob die Jungs die E-Mail auch schon bekommen haben. Habt ihr die alle schon gesehen, Jörn? Seien die alle schon hier schon alles in trockenen Tüchern? Ah ja, also Berlin, Dresden, Hannover, Hamburg, Nürnberg, München, Stuttgart sind schon dabei. Und es gibt ein Festival in Remscheid. Ich glaube, das ist das allererste Konzert am 18.8. Also es geht Ende August los. Und wenn die Welt es wieder erlaubt, dass Menschen wieder zusammenkommen und Musik machen, dann werden wir am Start sein. Wir hoffen natürlich. Es ist, ich habe so viele Kollegen, dessen Tourneen für Mai, April schon längst wieder abgesagt werden. Aber ich hoffe, dass im August, September herum alles irgendwie wieder geht. Weil wir müssen spielen, wir wollen spielen. Das ist das Beste überhaupt. Und das Album muss auf die Bühne. Ich sage das jetzt mal so, weil es ist großartig geworden. jeremydays.com, wer die Termine sucht, kann da auf jeden Fall nachschauen. Meine Herren, ich danke vielmals für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Stefan, Dirk, Jörn, dass ihr Gast meiner Sendung wart. Und ja, ich hoffe, dass ich beim Hamburger Konzert noch 2 Karten abkriege und dass ich euch dann vielleicht nochmal persönlich sehen darf, damit ihr die anderen nochmal die erste Platte mir zu Ende signieren. Sehr gerne. Herr, vielen Dank, dass du dich mit uns unterhalten hast. Hat auch uns total Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank und euch alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Okay. Ciao. Tschüss.